die sind einfach viel unterwegs. Die Leute fragen nach Fotos und alles und dran, wenn ich jetzt noch herkomme und so. Jo, Leute, was geht? Heute wieder ein Daily Vlog oder ein Vlog hier in Stuttgart, hier bei der Comic Con. Ja, wir sind jetzt gerade im Pressezentrum und gönnen uns. Oder ich gönne mir Kaffee. Ja, heute weniger zu sehen, weil ich habe jetzt hauptsächlich jetzt mit der GR4 jetzt gefilmt, weil ich viele paar Action-Shots, Beauty-Shots gedreht habe für Breakout TV und ja, wir sind ziemlich platt. Der Zachi ist auch platt. Nein. Ah, okay, dann nicht platt. Nee, Christi ist gerade am Umziehen. Wie gesagt, die letzten Tage waren ja auch ziemlich anstrengend. Wir anhand vom iPhone-App her, von Health-App, 16.000 Schritte gemacht. Und wie viel habe ich gemacht? Du die alleine gemacht hast, ja. Im ganzen Tag. Ah, okay, krass. Weil ich muss wirklich sagen, ich bin hier, glaube ich, 5-mal oder 6-mal hier rumgelaufen. Ich habe viel Geld da gelassen. So 95 Euro habe ich ausgegeben für T-Shirts, für ein paar Sachen für die Wohnung und ein Kissen. Fazit. Gegenüber letzten Jahr war es dieses Jahr wirklich viel mehr Angebote. Halle 3 war viel mehr Stände als letztes Jahr. Letztes Jahr gab es ja nur diese Panel-Ebene. Im Gegensatz zu Comic-Con München muss ich sagen, dass hier einfach bessere Möglichkeiten ist, sich auszuruhen, um dann einfach den Plan nochmal zu planen, wie man jetzt den Tag gestalten will. Und ich muss auch sagen, es waren ziemlich coole Cosplayer dabei. Leider habe ich es nicht hinbekommen oder geschafft, sie mir für ein paar coole Shots zu holen, weil die sind einfach viel unterwegs. Die Leute fragen nach Fotos und alles und dran, wenn ich jetzt noch herkomme und so. Und ich muss halt sagen, es ist halt für mich jetzt nicht unbedingt jetzt ein Muss, dass ich es jetzt schaffen muss, sondern einfach, es ist eine schöne Gelegenheit und man will ja auch was Cooles drehen. Der Highlight dieses Wochenende war John Barrowman. Den kenne ich ja hauptsächlich vom, als Gegner von Arrow, die DC-Serie Arrow. Richtig krasse Gäste-Highlight. Viele waren wegen ihm auch da. Und ja, Christi sieht wieder normal aus. Was? Was? Bin ich gar nicht. Ja, wie fandest du's? Hallo, wie fandest du's? Achso, sorry. Anstrengend. Aber es war sehr cool und sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ja. Also besonders manche Cosplayer waren. Ja. Christi wird jetzt auch demnächst anfangen, pro Tag eines Events einen anderen Kost zu tragen. Ich muss erstmal meinen Kost fertig bekommen. Ich bin ja heute nur halb rumgelaufen. Wie gesagt, Fazit von dieser jährigen Comic-Con wirklich hammergeil. War viel mehr angeboten als jetzt in manch anderen Events und im Gegensatz zum letzten Jahr. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr und diesmal auch mit wesentlich mehr, wie soll ich sagen, Zeitplanung. Ich gönne mir jetzt noch einen Kaffee und dann fahren wir los.